Also haben wir die Sackgasse gefunden, wunderbar. Dann müssen wir mal da hinlaufen. So, wie weit sind wir dann da mit dem Bau? Ja, eh nie hab ich, gut. Ich glaube, mit denen da gehe ich jetzt gleich an den Löwe. So, zack. Denn da geht's jetzt weiter. Da hin, ne? 5, die sollten reichen für die Löwe, hoffe ich. Ja, der läuft hin rum. Super Idee, ja. Lauf alle bei der Löwe. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Du laufst alle bei der Löwe, optimal. Alle. Aber gut, ne? Ist egal, wir haben's. Nicht ärgern, nur wundern. So. Gut. Was ist denn da? 1, 2, 3, 4, 5. Welcher ist denn der Schwache? Der da. So. Laufen da keine mehr, doch, das sind noch. Gut, mit denen greifen wir an. Was heißt greifen an? Wir laufen mal gucken. Wir laufen mal gucken. Zwei haben wir ja schon. Obwohl ich glaube, es macht Sinn. Dann muss ich speichern. Man kann fast nicht genug speichern. Also Backup ends. Nee. Oh. Nee. Na. Gut. So, was ist denn das? Das ist jetzt die Tritt. Na toll, dann haben wir die Sackgasse gefunden, das haben wir sehr gut hingekriegt. Aber ich wollte hier hüben, mal mit denen passt weiterlaufen. Ich denke 5 sollten reichen. Was ist denn da? Der Löwe ist tot. Dann gucken wir mal. Da ist noch eine Gazelle. So.
Gut, mit denen da fangen wir mal da rum auszulaufen. So, zwei fehlen mir noch, dann haben wir es. Boah, wenn die hier Sichtweite ist, sehr bescheiden, hallo. Ja. So. Vier. So, ein Wegpunkt fehlt noch. Was sind denn da mal andere? Da habe ich schon eine riesige Armee. Die da guck, da ist es. Jawohl, gut gemacht. Ihr Erkundungstrupp hat die heiligen Städten entdeckt und die Eindringlinge aus dem Westen zurückgedrängt. Sie glauben jedoch nicht daran, dass dies ihre letzte Begegnung mit diesen Libyern war. Erkundungsreisen und der Austausch mit anderen Kulturen haben neues Gedankengut nach Ägypten gebracht. Ihre Leute entwickeln neue Fähigkeiten, einschließlich neuer Fischereitechniken und komplexerer Steinwerkzeuge. Steigen Sie mit Ihrer Kultur in das Werkzeugzeitalter auf, um Zugriff auf diese Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten zu erhalten. So, was ist meine Mission in Jungsteinzeit? Was brauchen wir dann für Jungsteinzeit? 500 Fleisch. Und ein Gebäude ist erforderlich. Da bauen wir mal eine Hütte. Zack. Dann bauen wir mal ein bisschen Holz ab. So. Ah, warte mal, warte. Haha, da ist Fisch. Ha, guck mal da, ha, wir kennen Angler. Jetzt ist aber die Frage, ne, baue ich jetzt auch weiter, aber dann fehlt mir das Fleisch. Wenn nee, ich glaube, ich brauche da im Prinzip nur noch warten, bis das Fleisch da ist. Ich kann jeden das Spiel da empfehlen. Das hat immer Spaß gemacht. Also. Ich würde ihm nur davon abraten, wenn man halt mit Aufbaustrategie wirklich gar nichts anfangen kann, aber... Und sind wir mal ehrlich, das Spiel, das kostet halt ja nicht mehr die Welt, weil das war ja damals, war das ja doch schon recht teuer. Und ich war ja noch ein kleiner Bub, für mich war es ein Vermögen, aber selbst wie es teuer war, war das Spiel jeden Cent wert und... Das kann ich so halt nur wieder bestätigen. Ich habe mir das direkt geholt, wie es rauskam. So, jetzt haben wir 40 Minuten gespielt und schon 3 Missionen geschafft. Wunderbar. Wieso hacke ich denn eigentlich mit dem Holz? Mal dumm gefroht. Mann, 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 Mann.
So, noch 50 und dann können wir auf Früchte. Übrigens hatte ich das Spiel auf meinem ersten eigenen PC. Also vorher hatte ich ja immer noch C64, Amiga und ja. Die PCs, wo ich dann drauf war, das waren die von meinem Vater. Und das Spiel hier habe ich mir auf meinem ersten eigenen PC gespielt. Da hatte ich ja lange dafür gespart, hallo. Ah, ich kann hier bauen. Ach Gott, Kinder, sagen Sie mir doch. Sagen Sie mir doch. So. So. Was denn jetzt? Wieso bauen der nicht? Hm? Ah, fehlt noch ein Gebäude. Das sollte aber jetzt kein Problem sein. Komm schon, die Gamerina. So. So, aber jetzt, aber jetzt Attacke. Ja. Och, jetzt sah nicht, ich muss so andere Gebäude bauen. Da muss ich schon wieder Holz farmen. Das habe ich schon mal wieder richtig gut hingekriegt, ne? Jetzt habe ich Fleisch ohne Ende, aber kein Holz. Oh, gab's das doch schon früher? Ich glaube nicht mehr. Nicht, dass das sind irgendwie also die moderne Spiel, die haben hunderte Funktionen, aber irgendwie überfordert mich das Ganze ein bisschen. Also, ich hab's immer gerne ein bisschen schlichter. So, einmal. So, jetzt haben wir kein Holz. Weil der Hafen wäre nicht so teuer, ja, da bräuchte ich nur 100 Holz. So, bauen wir dann gleich mal einen Hafen. Auf den Geschmack von so Spielen bin ich schon mit Warcraft 2 gekommen. Tides of Darkness. Habe ich in meiner Bundeswehrzeit immer gespielt. Dabei weiß ich gar nicht, was jetzt früher rausgekommen ist. Aber ich weiß halt, dass ich das erst gespielt hat und dann desto. Ach, ich kann ja bauen. Ach. Ja, ich bin ein bisschen konzentriert. Zack. So, der kann auch ein bisschen helfen. Ja, toll. Jetzt la ja, lauf aus rum. Ja, man doch Zeit. Wo lauft denn der? Die Wegfindung, die ist immer noch. Da, das. Das erinnert mich noch an die gute alte Zeit, good old time, ne? Ja, außenrum, hinterrum, jawohl. Man hat's geschafft.
Ja, ich glaube, wenn hier Kampfsituationen sind, da wird meine Ruhe und Geduld durchkommen. So, jetzt aber, jetzt bauen wir, jetzt bauen wir, jetzt bauen wir noch ein bisschen Holz ab. Wie ich zum Beispiel Warcraft 2 gespielt habe, habe ich es immer durchgespielt, wo ich wirklich jedes Level komplett abgeerntet hat. Also jede Mine leer. Allerdings gut, das war halt an. Also ich glaube, wenn ich hier jeden Baum fällen wollte und jeden Stein wegernten wollte, also ich glaube, da hätte ich für jedes kleine Level Jahre brauche, Woche brauche. Und da Geduld nicht unbedingt zu meiner größten Tugend zählt, lassen wir es mal besser sein. Dabei muss ich sagen, was ich ein bisschen vermisse bei den modernen Spielen, das ist ja alles nur noch online und so, ist so blöd es klingt, die Verpackung. Also ich hatte die Verpackungen von den Spielen immer wie Trophäe im Regal stehe, wo dann jeder bewundern konnte, was man doch für tolle Spiele hat. Ihr Stamm hat die Techniken zur Herstellung verbesserter Steinwerkzeuge erlernt und ist in ein neues Zeitalter aufgestiegen, das sich Jungsteinzeit nennt. Mit Aha. diesen neuen Technologien blüht ihr Volk auf und erlangt einen Vorteil gegenüber anderen Gruppen in der Umgebung. Ei gut. Neue Technologien haben es ihrem Stamm ermöglicht zu wachsen, führten jedoch auch zu neuen Konflikten. Die Ausdehnung der Sahara hat benachbarte Stämme dazu gezwungen, in ihr Gebiet einzudringen und die Kontrolle über ihre Nahrungsquellen und Verteidigungsanlagen zu übernehmen. Brandschatzende Gruppen aus Oberägypten kamen über den Fluss herunter. Fangen Sie diese Eindringlinge ab und vernichten Sie sie, bevor diese ihre Dörfer infiltrieren und ihre Nahrungsvorräte stehlen. Aha. Oh je, was ist denn das? Ach nee, was ist denn das? Ja. Das ist schon so ein Bursche. Ich komme nicht hin. Toll, gut. Ja, dahinter die zwei machen ein Päuschen. Ja, bleiben doch einfach stehen. Ja, einfach stehen bleiben. Super Idee. Oh ja, ich glaube, ich habe jetzt schon wieder Spaß. Einfach stehen bleiben. Bis die anderen tot sind und dann lassen wir ins Acht töten. Optimal. Oh, ich kriege jetzt schon wieder Puls.
Gut, das war. Oh, da ist einer. Da ist einer. Aha, das ist ein ägyptischer Räuber. Aha. Dabei mit Ägypter sollte man sich normal nicht anlegen, ne? Die waren selbst nicht die schwächste Zivilisation. Bei der Nebel des Krieges, so der nervt. Ja. Na super. Jetzt haben wir aber nichts gefunden. Toll, obwohl da waren wir. Laufen wir mal da hin, dann laufen wir mal unten aus. Ach, wo laufen dann die herum? Guck dir das Elend. Oh, der läuft alle da hin herum. Ach, Kines, 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 Kines. Ja. Ja, da sind sie. Super gemacht. Oh! Ein glorreicher Sieg wurde errungen. Ihr Volk konnte die Angreifer zurückschlagen und ist vorerst in Sicherheit. Ihre Erfolge und die Bedrohungen durch mächtige Nachbarn haben kleinere Stämme dazu ermutigt, sich ihnen aus Sicherheitsgründen anzuschließen. Sie bieten Nahrung und Reichtum im Austausch für ihren Schutz an. Sie haben damit begonnen, die ersten Fundamente für ein neues Konzept zu legen, das Königtum genannt wird. Aha. Hab ich das. Tüdelö. Gut. Die Zukunft Ägyptens verändert sich. Der große Pharao Narmer versucht, die Königreiche von Ober- und Unterägypten zu einem vereinten Ägypten zusammenzuführen. Der Reichtum aus der Landwirtschaft entlang des Nilufers wird ihn dazu befähigen. Seit Jahrhunderten haben die Nubier aus dem Süden unserer Städte unser Volk hat viele dunkle Nächte. Da kannst du jedes Ding machen. Gut. Kann ich da das spielen? Okay. Lucius Tarquinius, der letzte König von Rom, wurde abgesetzt. Tatsache, du kannst für jede Mission spielen. Ihr Posten auf Sizilien verlief ereignislos. Ei gut, das ist hervorragend. Weil ich wäre jetzt hier mit aufhören. Wäre aber gleich was anderes. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit für heute. Das war mir heute mal richtig ein Vergnügen. Das Spiel, das macht richtig Spaß. Ich denke, das wird nicht so lange dauern, bis ich dumm über stream. Wünsche noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, Tag, was auch immer. Dann bedanke ich mich noch bei Einfach Uwe und bei Galgt. Wie gesagt, ich werde jetzt gleich noch was streamen. Vielleicht hat er ja da noch Lust. Ich bin gleich wieder da. In diesem Sinne. Servus.